Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Total War Warhammer 3. Wir sind Bellacor. Wenn auch ein klein wenig angeditscht. Ey, sag mal, wollt ihr mich trollen? Nee, ihr seid mir jetzt hier zu nah, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und die Zwerge kommen jetzt mir auch ein bisschen zu nah. Na, ich glaube, ich werde Schloss Drakenhof jetzt schnell mal kolonisieren. Ich habe jetzt bloß ein bisschen Angst, dass jetzt hier irgendwelche blöden Sachen passieren könnten. Ja, die haben ja fast nur Fernkämpfer, also selbst wenn die angreifen würden, hätten die keine Chance. Die Zwerge sind eher so ein bisschen ein Problem. Kann es sein, dass sich Karl Franz gerade eben ein bisschen zerlegt hat? Das wirkt auf mich ein klein wenig so. Er hat sich irgendwie gerade eben, glaube ich, zerditscht. Oder ich sehe ihn einfach gerade eben nicht. So, Schloss Drakenhof hätte tatsächlich eine Gold, wo ich, wisst ihr, das Zeug taugt halt einfach nichts. Egal. Zack, wieder da hoch. Wo sind unsere Jungs? Hier, Dietershafen. Dann gehört mir jetzt wenigstens Dietershafen. Besser als nix. Und, warte mal, können die eigentlich noch leveln? Ich habe das seit Ewigkeiten nicht mehr kontrolliert. Nö, die können sich leider nicht wirklich entwickeln. Denen fehlt einfach... Sie sind alle kurz davor, aber halt auch nur kurz davor. Also Schloss Drakenhof werde ich auch in die Hände von Imperator Karl Franz geben, sofern das Spiel mir jetzt hier keinen Strich durch die Rechnung mit den Zwergen macht. Da laufen jetzt halt gerade eben dann doch eine ganze Menge unangenehmer Gegner durch die Gegend. Wenn wir das jetzt hier überleben sollten, muss ich wieder mehr Schlachten selber schlagen. Weil ich da einfach mit sehr viel weniger Verlusten zurechtkomme. Wir haben ja gerade eben gesehen, ne, was wir verloren haben beim Sturm auf Schloss Drakenhof, die zweite. Und das war einfach wieder mal typisch VVV. Der Autoberechner ist einfach nicht zuverlässig genug. Aber ich glaube, wir werden in Ruhe gelassen. Keiner traut sich, uns anzugreifen. Oder aber man belagert uns einfach. Und glaubt, man würde damit irgendetwas erreichen. Ganz im Ernst, die scheinen hier Empire zu spielen. So viel Beschuss, wie die hier aufwarten. Das ist ja mal ein Vorgang. Also niemand sagt, dass es leicht wird. Aber es hat schon so ein komisches Feeling, wenn ich mir das hier so anschaue. Also wir greifen an. Hier muss jetzt halt einfach alles... Wo ich gerade sage, hier muss alles passen, ne? Na dann los. Go. Ah, geil, rennt weg. Stimmt, das kann ich jetzt auch machen.
Ich habe nicht das Gefühl, dass das für sie gut läuft. Die sind, glaube ich, nicht wirklich groß zum Schießen gekommen. Wie der graue Zauberer halt vor der Schleimbestie weghoppeln möchte. Komm, jetzt hol dir mal den alten Balthasar Geld. Bevor der hier noch nervigere Dinge tut. Da haben halt einfach die Fernkämpfer keine Chance, ne? Nee, da haben die wirklich nicht so eine große Chance. Balthasar schon down? Okay, sie sind besiegt. Sie sind einfach besiegt. Ja, ich guck mal, wie viel ich hier noch holen kann, ne? Viel davon gekommen sind ja nicht gerade welche. Aber die haben halt auch ihre Formation echt total beschissen aufgestellt gehabt. Darf einen nicht wundern, dass das nicht gut enden konnte. Lol. Wir haben offiziell einen Verlust. Wobei ich es interessant finde, der hat ja tatsächlich 3 Kills gemacht. Also ich weiß jetzt nicht, wie sich diese 4 Kills hier zu meiner einen zusammenlegen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass 3 von diesen 4 irgendwie mit den beschworenen Einheiten von mir einhergehen. So, nochmal 10% mehr von der Verlustverstärkung, bitte. Das ist doch schon mal was wert. Jetzt weiß ich halt nicht, was das für Armeen sind. Das gefällt mir halt nicht. So, Bellaco holt sich jetzt hier nochmal ein bisschen mehr Panzerung. Und wir gehen jetzt hier raus und gehen in die Regenerationsstellung. Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich hier nicht irgendwie blöd noch in Zwerge reinhüpfe. Du kommst nicht nach Sufbar. Nee, das schaffst du nicht. Aber ich weiß auch nicht, was in Sufbar sonst so ist. Ich weiß, also ihr kommt maximal bis hier. Überhaupt maximal bis hier. Das heißt also, wenn ich bis nach Eichhammer stürmen würde, würde das auch gehen. Eichhammer hat auch noch keine so großartige Verteidigung. Dann werden wir uns da erstmal zum Regenerieren zurückziehen. Okay. Wie gesagt, ich muss das leider selber spielen, weil ansonsten sind die Verluste einfach horrend. Ich werde das jetzt wirklich erstmal die Jungs hier machen lassen. Weil ich glaube, die machen das mit den Viechern hier eigentlich ziemlich gut. Und mit denen hier zusammen. Die setze ich nur ein, wenn es unbedingt sein muss. Genauso wie die. Ah, das sind die Zwerge.
Ask the remnants of Mordheim. Not for all. Nurgle's passionate glory. Dann galoppieren wir schon mal in die Richtung durch. Da gibt's nicht so viel zu tun. Ach ja, diese nervigen Türme. Chaos Knights, ihr geht euch da drüben mal diese Bude da holen. Was ist da los? Ihr habt irgendwie aufgehört, sie zu bekämpfen. Ich weiß nicht warum. Also diese endlose Regeneration ist schon ziemlich heftig. Ich glaube, dass wir diese Schlacht jetzt hier ohne Probleme im Schnelldurchlauf bekämpfen können. Ich habe ein gutes Gefühl. Bewege ich jetzt dahin und ich dahin. Gott, was machen die Schleimis denn jetzt hier? Die haben anscheinend nichts zu tun. Okay, der Charge war jetzt eher so mittelgeil. Aber die war noch embraced und es war wohl ein Angriff dann doch von vorne. Das sah schon ein bisschen anders aus. Aber es war auch kein guter. Ihr kommt jetzt mal hier hoch. Ihr könnt sicherlich hier irgendetwas Sinnvolles machen mit eurem Beschuss. Na, endlich. Was macht er? Ich weiß es nicht. Nicht Sinnvolles zumindest. So, jetzt macht man das Türchen hier auf. Hier wird auch noch irgendwas bekämpft. Vielleicht kann ich da auch nochmal was helfen. Na also, haben wir das Problem auch gelöst. So, das waren auch nur 10 Verluste.
Ja, und das Ding hier werden wir besetzen, wie ursprünglich gesagt. Nur, dass ich hier nicht drin stehen bleiben werde dieses Mal wieder. Ich gehe wieder raus, ne, dass ich nicht schon wieder belagert werde. Ich brauche jetzt diesen Punkt einfach, so schnell es geht. Wir holen uns auf jeden Fall auch die Verlustverstärkungsrate hier noch rein. Und unser Plan, hier das weiterzumachen, geht weiter. Diplomatische Beziehung mit Korn. Kornkorruption für jede aktive Gabe des Korn. Warum nicht? Hey, da haben die Ersten endlich nochmal ein Level abgeschafft Richtung Zinch Champion. Und du kannst auch einen Aufstieg durchmachen hier. Sehr schön. So langsam aber sicher wird das was auch mit der zweiten Armee. Auch wenn die natürlich noch lange, lange braucht, um wirklich effizient zu werden. Ich denke, dass ich jetzt trotzdem mit denen mal nach Osten ziehe. Das mag wahrscheinlich Festus nicht, aber wer ist Bellacor, dass er sich von ihm was vorschreiben lässt? Dietershafen können wir auch noch kurz mal reparieren und später vielleicht noch jemand anders geben. Master. Komisch, 71 Rüstung ist seine Zahl. Das ist eine seltsame Zahl. Ich würde mir wünschen, ich könnte diesen blöden Menschen gerade eben woanders noch eine Bude geben. Also Imperator Karl Franz. Ich habe gerade eben echt Sorge, dass jetzt irgendwie zwischen den Zwergen und Balthasar Geld zermahlen wird. Ich habe keine Sorge, dass ich zwei, vielleicht sogar drei Armeen von denen besiegen kann. Wenn genügend Magie da ist. Wenn das der Fall ist. Wenn nicht, dann wird es schwierig. Aber halt fünf Armeen, die da drum tingeln. Okay, Schloss Drakenhof ist immer noch meins. Das heißt, das kann ich ihm jetzt schnell geben, bevor eine Katastrophe passiert. Now, you are not welcome in my court. Yet here you are, friend or foe. Jetzt nimm's, bevor du stirbst, ey. Der Typ geht mir auf den Zeiger. Ich muss ihm schon Geld dafür geben. Harbinger. So, jetzt ist ja auch tatsächlich die Dingens weg, wie ihr sehen könnt. Wie heißt die, oh, Namen vergessen. Der Verschleiß ist jetzt von uns gegangen. Hier wären auch noch Zwerge am Start. Ich könnte mir jetzt noch Suffbar holen. Was nicht mal das Dümmste wäre, was ich tun könnte. Wow, das Spiel schreit hier nach einer mannhaften Niederlage. Dann kommt die nächste Schlacht. Okay, jetzt müssen wir mal wieder... Ich habe schon wieder keine Energie, es ist doch einfach nur traurig. Ich werde wieder hier versuchen, einfach den Push zu machen, ne? Wie eh und je. Einfach da durch dieses Türchen rein. Das finde ich fein. Da will ich sein. Und so weiter. Go, 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 go. So, jetzt sind wir dran, das ist das Wichtigste. Ich mache mal hier ein Loch in die Mauer ausnahmsweise mal. Lass uns mal das Tor Tor sein. Entschuldigung.
Ich weiß nicht, ob das was wird hier. Ich glaube, das wird abprallen. Aber vielleicht ist es sogar ganz gut. Nee, es war weder gut noch irgendwie, dass es hätte was treffen können, so wie das gerade eben war. Also drin sind wir. Das verhindern sie nicht mehr. Versucht sie mal wieder zu kriegen. Das kann ja so nicht weitergehen. Ja, ja. Ihr geht dahin. Wir lassen ihre Fernkämpfe erstmal überhaupt nicht Luft kriegen. Die Kavallerie soll sich schon mal tiefer in die Ländereien von ihnen hier verziehen. Jetzt kommen die Bierenkämpfer. Boah, wie die hier sich durchschlängeln müssen, ey. Tja, das ist jetzt eine interessante Konga, die wir jetzt hier haben. Du kannst schon mal hier hingehen. Ja, die fliehen jetzt, das ist in Ordnung. Das sieht doch gut aus hier. Jawohl. Ich glaube, ich kann die jetzt hier mal hochholen. Boah, kommen die zuerst an oder schaffe ich das noch? Na also. Was für ein Riesendurcheinander. Wie so oft. Und ich habe schon wieder keine Energie mehr. Schlange!
Die haben schon wieder nichts mehr zu tun hier. Boah, keiner weiß so recht, wie das hier eigentlich gerade ausgeht. Okay, es sind Langbärte, die können ein bisschen mehr. Aber trotzdem müssten meine eigentlich ein bisschen besser sein. Angriff, Angriff, Angriff. Und Schnecki, Schnecki, Schnecki greife auch an. Also ich knüppel die immer weiter zusammen, aber trotzdem sieht es so aus, als ob sie nicht die Leute verlieren würden. Ich verstehe es nicht. Ja, doch, sie verlieren deutlich mehr als wir. Das Gemetzel ist halt einfach nur heillos, ne? Und ich bin echt der Meinung, ich werde irgendwann mal nur noch auf die aufstrebenden Champions setzen bei ihm. Scheiß auf die Dämonen. Die Dämonen taugen nicht. Die sind einfach nicht gut genug. Aber sagt sie nicht. Sie könnten sauer reagieren. Das ist mal eine Destruction-Tour, die wir an den Start legen. Hui! Da ziehen sie sich auf das Ding da oben zurück, witzig. Ja, komm, geh da hoch. Ihr müsst schon gar nicht mehr da hoch. Sie haben es eingesehen, dass es vorbei ist. Gerade mal 28 Verluste, ey. Und guck mal, wie viele Seelen wir haben. Ich kann das, glaube ich, demnächst mal zu den größeren Sachen übergehen. Ja, das reißen wir auch noch. So, sehr schön. Zuffbar ist also auch jetzt weg. Ich glaube, ich verkaufe ihm noch Eichhammer. Falls er das haben will. The Empire. Chaos. The fact that you are even stood before me is an affront to my country. Das nimmt er sogar gerne. Ach, da gibt er mir jetzt wieder Geld für. So. Gut. Dann können wir mal wieder schauen, was wir jetzt hier reinnehmen wollen. Wir können nämlich jetzt nochmal ein normales, Dingenskirchens hier reinnehmen. Das reicht hier noch nicht. Unterhalt für Chaosbarbaren reduzieren. Einheiten für Chaoskrieger und aufstrebende Champions erhöhen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme das hier mit der Portalglyphe. Das hier will ich immer noch haben. Das hier habe ich gerade geholt. Das hier will ich haben. Die Frage ist halt, ob ich hier was Besseres herbekommen kann, aber ich glaube, das mache ich erstmal, wenn ich ein paar entsprechende Forschungen gemacht habe. Oh, nice, da kommt der nächste Aufstieg. Nee. Doch, warum wurde es mir gerade falsch angezeigt? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Warte mal, das sind doch mit Hellebarden. Dann mache ich aus euch welche mit Hellebarden. Wie wäre es denn damit? Das wäre doch mal eine lustige Idee.
Und schon wird diese Armee hier eine, über die man reden kann. Ja, das hier baue ich auch noch aus. Einfach, weil ich es kann. Danach gebe ich es wahrscheinlich ihm. So, also dann machen wir mal an dieser Stelle wieder einen Cut, Freunde. Wo ist die Maus? Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Was will er denn schon wieder? Oh, sie werden langsam sauer. Tschüss und Ade.